Willkommen! Guten Abend, gute Nacht, guten Tag oder guten Morgen oder weiß der Geier, wann du dieses Video jetzt gerade schaust. Wir haben ganz tief in unsere Spielekiste gegriffen und haben die kleinste, mieseste, stachelige Kugel rausgekramt, die wir finden konnten, und zwar Summer of 58. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, um was es geht. Benny hatte nur mal kurz angedeutet, es geht irgendwie um Waisenhaus, Ferienlager und so ein Schlabatsch irgendwie. Und Gott sei Dank bin ich auch diesmal in der Schmetterlingsgruppe nicht alleine, sondern in meiner Gruppe ist noch mit seinem Namen in der Unterwäsche eingenäht. Mit Bravo-Aufklebern auf der Tischtenniskelle. Benny! Hallöchen! Hey! So, und dann wollen wir jetzt gar nicht groß mal rumlappen hier. Dann sagen wir New Game. Nein! Kennst du die Butze? Oh, nee. Nein! Nein! Das ist ein Locked Up! Das ist Locked Up! Oh Gott, ja. Mit Hasi! Der Hasi! Bastardo! So, Leute, wer diese Bude noch nicht kennt, diese fürchterliche Gammelbutze irgendwie, ploppt jetzt gleich mal oben was auf. Guckt's euch aber nach dem Video erst an. Aber guckt's euch an. Es ist übel. Oh ja. Oh nein. Wisst ihr, wo das her ist? Find yourself. Find yourself. Find yourself, nein. Oh, Mutti Schlafzimmer. Oh, ja. Scheiße. Okay, vielleicht kann ich Benny kurz mal einen kleinen Shortcut davon geben. Wir sind auf der Suche nach paranormalen Aktivitäten. Zuerst waren wir in Locked Up, in dem Haus. Und als zweites waren wir bei Find Yourself, bei Mami. Und jetzt sind wir in einem anderen Haus, was eigentlich ein Waisenhaus sein soll. Oder ein Ferienlager, eins von beiden. Ein Camp. Need ein to Camp. Explore the Camp. Ui. So, das ist wahrscheinlich Camp Crystal Lake. Oh Gott. Okay. Ah, wir können die Brille wegmachen. Das ist natürlich gut. Gucken wir da erstmal. Fadi muss auf Klo. So, mach mal weg hier. Okay. Streichholz, kann man die nehmen? So, kann ich crouchen? Ja, kann crouchen. Ah, die klassischen Sachen wieder. Oh, hier Kippchen, hör mal hier. Guck oh, mal. Schön hier. Oh, warte mal, ein Feuerzeug. Hier liegt ein Feuerzeug. Oh, yes. Sehr gut. Okay. Ja, das Feuerzeug ist fast leer. I can't always. Was? I can't always use it? Ist noch ein Zettel? Warte mal, hier noch ein Zettelchen. Oh, kyrillische Buchstaben. I can't read what it says. I need to get my Russian English dictionary. Ah. Okay. Also brauchen wir erstmal unser Wörterbüchlein. So, ich versuche mal ganz kurz hier vorne nochmal die Bretter wegzumachen. Ja. No, geht nicht. Oh, was ist denn das hier? Ah! Ah, the Dictionary, sehr schön. Oh, was ist das, ein Föhn? Ah, nee, eine Kamera. Sehr schön. Oh nein. Gott. Nein, bitte mir. Bitte. Oh nein. Da kriege ich so ein bisschen Outlast-Flashbacks. Ja. So, dann werden wir mal kurz hier einen Blick auf den Zettel werfen. Weil wir sind ja natürlich investigativ hier unterwegs. Es gibt Legenden, dass es in der Nähe dieses Lagers ein Waisenhaus gab. Und dort lebte ein seltsames Mädchen, das Angst vor Wasser hatte, sich nicht wusch und nicht zum Fluss ging. Eines Tages beschlossen die älteren Mädchen, sie auszulachen, fesselten ihre Hände und gossen Wasser über sie. Sie hatten große Angst und liefen weg. Sie konnten sie viele Tage lang nicht finden und dachten, dass sie tot sei. Aber eines Nachts kam sie in ihrem Pyjama zurück, ganz nass, und tötete alle, die sie schikanierten. Seitdem erscheint ihr Geist bei Vollmond im Badezimmer. Super! So. Kinder sind manchmal. Kinder.
Kinder sind echt, echt schlimm. Ja, Kinder können grausam sein. Schnurren hier, können eine Katze. Zart. Okay, irgendjemand füttert die Katzen hier. Oh. Oh, ja, kein russisches Ferienlager ohne russische Gasmaske. Krass. Ach, da oben ist er. Oh, guck mal hier. Oh, ich guck mal. Vor mich jetzt. Katzen sind übrigens, sagt man, ne, vertreiben ja Geister. So sagt man. Ja? Ja. Oh, warte mal, was haben wir hier? Wir haben noch einen Zettel. I was scared and I didn't know it would end there. I trust her, my friend Anna. I'm sorry for not being able to stop this. Wie schalte ich denn hier die Kamera um? F. Ah, F, du alter Fuchs. Benny, du alter Fuchs. Mit F machen wir die Night Visions on, irgendwie. Okay. Was ist das denn da unten? Geh mal kurz nochmal. Was ist das denn für eine Puppe? Die Schakaspille. Sieht aus wieder wie so eine Art Hase, wa? Die haben das ja auch, MK Games und Hasen? Das ist... Hör dazu. Jetzt knarzt und knitscht dir sehr viel. Ja. Die Atmosphäre ist mal wieder mega. Hinter dir ist jemand langgerannt. Echt? Oder? Ist das jetzt so ein Ding, was jetzt hier nur in diesen... Hasi! Oh! War Hasi nicht vorhin noch da hinten? Der stand doch vorher nicht da, oder? Beim ersten Mal, wo wir jetzt da reingegangen sind. Glaube nicht. Ich wollte mich gerade sagen, lass uns doch mal gucken, wegen wir wissen, wer ist wirklich. Ah, Hasi liegt doch nicht mehr da. What? Aber ich habe auch hinten gesehen, gibt's einen Stromschalter da hinten links in der Ecke. Okay. Ey, nicht das Kätzchen. Na, sag mal, was ist denn da hinten los? I will be dark soon. Okay, need to look for candles. Okay, wir suchen Kerzen, weil es wird bald dunkel. Crouchen. Das können wir, das machen wir. Jetzt haben wir ein paar Kerzen. Nein, Silent Hill mäßig. These candles will be useful when nights fall. Das Hase. Okay, wir haben jetzt Silent Hill ähnliche Zustände hier. Okay, wo können wir jetzt denn, wo sollen wir jetzt die Kerzen aufbauen? Eck. Lass uns mal überraschen. Ich denke mal, wir müssen erstmal warten, bis es duster wird. So, Hasi ist wieder weg, hier Rand. Okay. War er wieder hier? Da ist er. Was ist denn mit dem Hasi los, ey? Oh, nee. Was ist nur mit Hasi, Alter? Ja, und tatsächlich ist das schon wieder das gleiche oder ein ähnliches Prinzip wie, Locked Up, ne? Man hat nicht viel Räumlichkeiten und... Ja. Aha, okay, da hat er es jetzt hingestellt. Okay. Und wie machen wir sie an? Wir haben noch... Achso, wir haben ja das Feuerzeug noch, ne? Stimmt. Ja, aber ich kann dir nicht sagen, wie wir es benutzen sollen. The fuse is blown. There's no light in the building. Okay. Weiß nicht, können wir die Kerzen... Warte, was war das? Ah! Unser Schlafsack. Schlafsack, okay. Können wir hier uns unser... Oh, machen wir uns muckelig. Done. Need to prepare for the night. Okay. Okay. Okay.